Der Verkehr auf unseren Straßen würde nicht funktionieren, wenn es nicht Vorschriften und Regelungen gäbe. Aber nicht für jede denkbare Situation kann es einen eigenen Paragraphen geben. Deshalb steht über allen Regeln eine Grundregel für das Verhalten im Straßenverkehr, der sogenannte Paragraph 1. Die Grundregel verpflichtet uns zu ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Vorsicht. Die beginnt bei uns selbst, als Fahrer. Und damit, wie wach wir das Verkehrsgeschehen um uns herum beobachten. Nach vorne. Wir blicken weit voraus auf die Fahrbahn. Je schneller wir fahren, umso weiter blicken wir voraus. Vorausschauend fahren, das heißt auch, jederzeit auf kritische Situationen gefasst sein und mit den Fehlern anderer rechnen. Vor allem, sich nicht in Sicherheit wiegen. Was kann passieren? Hier zum Beispiel. Eine Radfahrerin fährt auf die Straße. Waren wir auf eine solche Situation gefasst? Vorsicht heißt, reaktionsbereit sein. Und wenn's kritisch wird, bremsbereit sein. Zum vorsichtigen Fahren gehört auch, dass wir Gefahren von allen Seiten, auch von hinten, rechtzeitig erkennen. Wir merken uns, ehe wir nach links lenken, beobachten wir den Verkehr links hinten. Ehe wir nach rechts lenken, rechts hinten. Vor und während wir bremsen, beobachten wir auch den nachfolgenden Verkehr. So helfen wir, Auffahrunfälle zu vermeiden. Wir fahren also defensiv und schaffen Reserven, Sicherheitsreserven. Damit schützen wir uns selbst und nehmen Rücksicht auf andere. Rücksicht. Das heißt, wir stellen unsere persönlichen Interessen zurück hinter die Sicherheit, das Gemeinwohl und die Interessen aller Verkehrsteilnehmer. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir durch unser Verhalten niemanden belästigen, weder absichtlich noch durch Gleichgültigkeit. Wir bestehen nicht auf unserem Recht. Keiner ist unfehlbar. Wir nicht und andere auch nicht. Deswegen nicht schulmeistern, wenn andere einmal einen Fehler machen. Cool bleiben und mit den Fehlern anderer rechnen. Und dem anderen helfen, wenn er einmal einen Fehler macht. Wenn er sich zum Beispiel verschätzt hat beim Überholen. Auch wenn es uns schwerfällt. Zur Rücksicht gehört auch, dass wir niemanden behindern. Das sollte nicht vorkommen. Motor abgewürgt und hinter uns dichter Verkehr. Das auch nicht. Benzintank leer. Wir bleiben liegen und behindern den Verkehr. Auch das ist nicht fair. Bummeln auf der Straße, ohne Rücksicht auf die nachfolgenden Fahrzeuge. Und dies, Einklemmen geparkter Fahrzeuge ist rücksichtslos. Wie soll der andere da rauskommen?
Natürlich gibt es auch Fälle, bei denen sich Behinderungen nicht vermeiden lassen. Zum Beispiel bei einem plötzlich auftretenden Defekt. Oder bei einer Reifenpanne. Oder wenn ein Fahrzeug nicht schneller fahren kann. Ein Traktor zum Beispiel. Solche Behinderungen sind unvermeidlich. Welche Beispiele kennen Sie noch? Niemanden behindern und niemanden gefährden. Das fängt bei uns selber an, beim Fahrer. Ich prüfe kritisch. Bin ich fahrtüchtig? Gesundheitlich fit? Innerlich erregt, durch starke Gefühlserlebnisse abgelenkt? Übermüdet? Wie ist es mit der Sehfähigkeit? Ist die Fahrtüchtigkeit durch Drogen, Medikamente oder gar Alkohol beeinträchtigt? Alkohol, der Feind Nummer 1 im Straßenverkehr, verringert die Reaktionsfähigkeit und führt zu enthemmter und riskanter Fahrweise. Schon geringe Alkoholmengen steigern das Risiko, in einen Unfall verwickelt zu werden. Auch wenn nichts passiert ist, machen wir uns strafbar. Deshalb im nüchternen Zustand vorab entscheiden, wer fahren will, trinkt nicht. Also, nur Auto fahren, wenn wir fit sind. Weil es Anfängern an Erfahrung und Fahrpraxis fehlt, führt die Beeinträchtigung der Fitness noch schneller zu verhängnisvollen Fahrfehlern. Nicht nur der Fahrer, auch das Fahrzeug muss fahrtüchtig sein. Deshalb überprüfen wir regelmäßig vor Fahrtbeginn unser Fahrzeug. Sind die Bremsen in Ordnung? Wirken sie gleichmäßig oder nur einseitig? Die Lenkung. Hat sie zu viel Spiel? Die Beleuchtung. Brennen alle Lampen? Vorne? Hinten? Bremsleuchten? Blinker? Fit an den Start. Das gilt für Fahrer und Fahrzeug. Niemanden gefährden. Auch das muss unser Verhalten bestimmen. Wir müssen alles vermeiden, was zur Gefährdung anderer führen kann. Deshalb? Kurven nicht schneiden. Nicht zu dicht auffahren. Immer rechtzeitig abblenden. Liegengebliebene Fahrzeuge vorschriftsmäßig absichern. Defensives Fahrverhalten schafft Sicherheit. Abstand schaffen. Zu anderen Fahrzeugen, aber auch zu Fußgängern und Kindern. Niemandem zu nahe kommen. Deutlich fahren. Rechtzeitig die eigenen Absichten bekannt geben, damit andere wissen, was wir vorhaben. Ob wir abbiegen wollen oder den Fahrstreifen wechseln, Zeichen geben. Andere nie im Zweifel lassen. Korrekt fahren. Das heißt, Regeln kennen und Regeln beachten. Das gilt besonders beim Überholen. Im Zweifelsfall nie. Überlegt fahren. Zeit und Strecke vorausplanen. Den besten Zeitpunkt und den sichersten und günstigsten Weg. Manchmal ist es schneller und kostengünstiger, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Umweltfreundlicher ist es allemal. Reserven schaffen. Rechtzeitig nach längstens 2 Stunden Fahrt eine kurze Pause einlegen.
Das steigert die Fahrtüchtigkeit des Fahrers. Und Sicherheitsreserven schaffen. Das Auto nicht überladen. Wo es brenzlig wird, Sicherheitsabstand einhalten. Und die Geschwindigkeit anpassen. Als Verkehrsteilnehmer haben wir eine besondere Verantwortung gegenüber unserer Umwelt. Unsere Motoren sind Verbrennungsmotoren. Und wo etwas verbrannt wird, entstehen schädliche Abgase. Es liegt an uns, diese Belastung zu verringern. Deshalb... Nicht den Motor aufheulen lassen. Keine Kavalierstarts. Nicht unnötig herumfahren, besonders in Wohnvierteln. Nicht mit Vollgas fahren, wenn wir kurz danach wieder anhalten müssen. Nicht mit defektem Auspuff fahren. Umweltschonend fahren heißt... weit vorausschauen. Gleichmäßig fahren. Fahrzeug rollen lassen. Früh hochschalten. Spät zurückschalten, aber Motor nicht im hohen Gang quälen. Welche Vorteile bringt eine gleichmäßige und vorausschauende Fahrweise? Vorsicht und Rücksicht auf andere und auf die Umwelt. Darüber hinaus ist unser Verhalten im Straßenverkehr durch verbindliche Vorschriften geregelt. Zusammengefasst in der Straßenverkehrsordnung, STVO. Die einzelnen Paragraphen sorgen für Sicherheit im Straßenverkehr und helfen, den Verkehr flüssig zu halten. Die STVO gilt innerhalb der Grenzen Deutschlands und ähnliche Bestimmungen gibt es in fast allen Staaten. Diese Vorschriften gelten für alle Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuglenker, Fußgänger, Radfahrer oder Reiter, überall dort, wo öffentlicher Straßenverkehr stattfindet. Auf einem privaten, klar gegenüber öffentlichen Straßen oder Verkehrswegen abgegrenzten Grundstück gilt die STVO nicht. Verstöße gegen die STVO sind Ordnungswidrigkeiten. Sie können mit Verwarnungsgeld geahndet werden. Schwere Verstöße werden mit einer Geldbuße belegt. Im Verwarnungs- und Bußgeldkatalog sind die einzelnen Verstöße und die dafür vorgesehenen Sanktionen festgelegt. Geldbußen über 80 Mark werden im Verkehrszentralregister eingetragen. Solche Eintragungen werden mit einer bestimmten Anzahl von Punkten belegt. Nachschulung oder andere Verwaltungsmaßnahmen, zum Beispiel Wiederholung der Führerscheinprüfung oder der Entzug der Fahrerlaubnis, können die Folge sein. Über seine Eintragungen im Verkehrszentralregister kann man Auskunft beim Kraftfahrtbundesamt einholen. Wer gegen die Bestimmungen der STVO verstößt und einen Unfall verursacht, muss für den dadurch entstandenen Schaden aufkommen.